Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin Quentin. In Vorbereitung auf die Zwillinge am Wochenende. Ja, ich versuche euch am Wochenende meine erste Runde Zwillinge zu zeigen. Dachte ich mir, spiele ich mit Quentin. Passt ja so zu Victor. Oh. Ich glaube, die hat was mit, dass die Leute am Totem sieht. Das ist nicht gut. Ich muss doch erst erklären, was ich heute vorhabe. Nämlich eigentlich die Adept-Challenge. Ja. Und da ist es so, dass Quentin natürlich auch drei einzigartige Talente hat. Und ich ihn auch adepten kann. Und seine Talente sind. Ich erkläre sie trotzdem. Ich gebe die Runde nicht auf. Ja, da wird fleißig gearbeitet. Ich erkläre die Talente. Und zwar haben wir da einmal Apotheke. Das erste Item, was ich aus einer Kiste hole, wird Apotheke sein. Und das Öffnen von Truhen geht auch schneller. Ach, jetzt heißt du mich nicht mehr. Das ist dein Ernst? Gut. So, das nächste Talent heißt Aufwachen. In einem gewissen Umkreis, nachdem der letzte Generator an ist, kann ich die Ausgänge sehen. Und sollte ich einen Ausgang öffnen, sehen auch meine Mates eben diesen Ausgang. Und das dritte Talent von ihm heißt Nachtwache. Mates, die in einem gewissen Umkreis von mir sind, erholen sich schneller von Statuseffekten wie unter anderem Erschöpfung oder Blutung. Also die haben was von mir. Wenn sie in meiner Nähe sind. Und ich weiß auch nicht, es gab ein brennendes Totem. Ob das Ruin war? Ich möchte es jetzt nicht testen. Möchte es nicht. Und ihr seht übrigens, das Hut ist schon wieder neu. Das Hut sieht schon wieder anders aus. Es gab am Dienstag einen Patch und wir haben Barbecue-Killer am Start. Barbecue. Es wird wohl nix diese Runde. Aber ich gebe nicht auf. Wir haben noch keinen Generator an. Ich hänge zum zweiten Mal, aber ich gebe nicht auf, okay? Jack bekommt immer schön die heilen Punkte. Ach so, unterm Haken halte, aber nicht, wenn ich 3 Meter weitergehe. Sie kommt. Oh nein. Aufgezehrte Hoffnung, Leute. Cool. Ich bin tot. Die Runde ging jetzt für mich nicht mal 4 Minuten. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich versuche die Adept-Challenge direkt nochmal. Also wir sehen uns sofort in der nächsten Runde wieder. Ich möchte kurz mal das Matchmaking anmerken. Zweiter Versuch. Ist jetzt nicht so meine favorisierte Map für die Adept-Challenge, aber ich hoffe, es ist nicht wieder eine Spirit. Oh! Nicht kurz Herzschlag. Hier ist nicht mal ein Generator und ein Totem. Eine Krankenschwester. Gut. Ich erkläre jetzt. Ach hier. Warum läuft mir die Fang hinterher, Junge? Ich weiß, dass ich hässlich bin. Die Talente erkläre ich jetzt nicht mehr, weil die habe ich ja gerade erklärt. In der
Spirit-Runde. Oh nein, ist die auch so gut. Hilfe. Warum bin ich das Opfer? Ich nehme die Runden wirklich gerade nacheinander auf. Also ich wurde gerade weggetunnelt. Und bin jetzt schon wieder als erstes dran. Und ich habe die ganze Zeit Herzschlag. Wo ist die denn? Kann die mich mal lassen? Okay, jetzt. Nein! Okay, aber die anderen machen Gens. Ich laufe einfach wie ein Psychopath wild umher. Er hat mir ein Bein gestellt. Habt ihr das gesehen? Ich bin gestolpert. Und die hat das Outfit aus dem Spalt an. Okay, wir haben aber einen Generator an und ich glaube, wir haben keinen Ruin. Barbecue? Da oben. Pass auf. Keine geliehene Zeit. Gut. Die heilt mich auch nicht. Also als Quentin. Wirst du echt gemobbt in dem Spiel? Kein Wunder. Quentin ist halt auch so eine Heulsuse, ne? Ihr hört ja, wie laut er ist. Gut. Ein Generator ist an, eine Person hing. Ist machbar noch. Es ist noch nicht verloren. Gebe nicht auf. Und die Nurse kann auf jeden Fall was. Also das ist keine Nurse, die jetzt wegen des Archivs irgendwie nur mal schnell Nurse spielt, sondern die kann was. Übrigens, seit gestern gibt's die neue Archivseite bei DBD. Da kann ich ein bisschen mehr surviven. Und krieg Punkte dafür. Okay, das war ein ganz komischer Satz. Vergesst es einfach. Sie ist auf jeden Fall beschäftigt. Nicht hierher kommen. Ich bin glücklich, solange ich keinen Herzschlag habe. Wenn sie Tüftler hat, steht sie gleich da. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, sie kommt nicht her. Jetzt ist Tanata weg, weil Elodie sich geheilt hat. Ich muss sagen, aufwachen. Die ist oben, glaube ich. Nützt uns auf der Map gar nicht so viel. Weil hier weiß eigentlich jeder, wo die Ausgänge sind. Weil die sind einfach genau gegenüber. Gut. Warum machen die anderen keine Generatoren mehr? Sie war vor mir. Ich dachte, sie war hinter mir.
weiß nicht, wo die ist. Oh, da! Und ich bin quasi huhuhu eng geblieben. Ja, nicht. Aber ich habe sie verwirrt. Kurz. Ha! Schweinerei! Habe ich sie eigentlich betäubt? Ich weiß es nicht. Nicht so einfach, eine Nurse zu betäuben. Ich meine, Schlag habe ich eh bekommen. Ich renne einfach. Ich renne einfach lost über die Map. Ich hoffe, die Nurse denkt, das ist Taktik und ich kann die voll gut ausspielen. Aber ich bin einfach nur lost. Yeah. So, Sichtkontakt unterbrochen, Richtung gewechselt. Das ist manchmal ganz... Oh, hier geht's nicht rein. Oh nein. Oh nein. Das ist manchmal ganz wirksam gegen die Nurse. Oh yes. Oh yes, Leute. Jetzt nöt. Vielleicht haben wir noch nöt dabei. Bin sehr laut. Ich muss mich erstmal irgendwo heilen gehen. Nein. Da oben ist es nicht und hier ist es auch nicht. Hä? Die steht? Moment. Sie steht? Wurde sie rausgeblendet? Die mich entkommen, Leute. Ich sehe mich entkommen. Ich sehe mich entkommen. Ja! Ich hab's geschafft. Wir sind raus! Ja! Oh, ich bin ganz raus! Ja! Adept Challenge mit Quentin geschafft! Es war gar keine so schlechte Runde. Ich war lange oft gejagt. Und ich dachte eigentlich, die Nurse war besser, aber... Okay, punktetechnisch war ich jetzt nicht so, aber das ist nur, weil ich die ganze Zeit gejagt wurde, okay? Einfach nur deshalb. Oha. Erste Runde total Reinfall. Und zweite Runde haben wir es tatsächlich rausgeschafft. Sehr schön. Aber seht, ne, so geht halt DBD. Erst wirst du weggetunnelt und in der nächsten Runde kannst du Erfolg haben. Cool, cool, cool. So. Ich sag für heute Tschüssi. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Und wie schon in der ersten Runde gesagt, ich versuche euch Samstag oder Sonntag meine erste Runde mit den Twins zu zeigen. Bin ein bisschen nervös, aber wir schaffen das. Ich schaffe das. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und wir sehen uns.